Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered World. Ich stand noch gerade ganz kurz davor, Fizibis Infinity Wolf zu sagen, aber zum Glück habe ich es ja nicht gesagt. So. Ja, hier ist ein bisschen wieder was passiert. Zum einen hier wundervoll. Die Smeltery habe ich noch ein bisschen ausgebaut. Müsste aber, glaube ich, da oben mal irgendwann Glowstone reinpacken. Inwiefern hat sich das Rezept verändert von Glowstone? Also, okay. Das geht ja irgendwie noch. Ja, man muss ja hier irgendwie schon nachfragen bei so Experte Bakermans Community. So. Wir wollen auf jeden Fall heute weitermachen. Machen wir jetzt mal hier was Platz. Questbuch. Schauen wir mal hier rein. Keine Quests sind abgegeben. Das ist ja halbwegs mal gut. Dummheit schafft Freiraum nicht. Können wir das jetzt tief machen? Könnten wir. Machen wir aber erstmal nicht. Ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal einen Laser. Wir wollen nicht immer so einen schönen Laser bei sich zu Hause haben. So, der ist ein bisschen eklig. Wir brauchen fickend Glas. Okay. Ja, wir haben auch wieder ein bisschen früh morgens. Ein bisschen vor allem. Also man merkt schon, performancemäßig ist das besser, wollte ich gerade gesagt haben. Wow, ich habe noch zwei Glas. Gut. Komm, das nehmen wir da mal raus. Was kann man noch vorbereiten? Flachskristall brauchen wir. Das geht auch so. Gut, ganz wichtig so, ne? Nicht anders. Das heißt, wir brauchen einen Diamant. Und wie viel wird's dann? 600. Also so, ne? Ah, man merkt schon, der Server hat so ein paar Problemchen. Hier ist auf jeden Fall jetzt mal guter Platz drin. So, da kann er jetzt erstmal dahin. Oh, sehr schön, da geht schon wieder einer. Dann mache ich aber noch ein bisschen Sand, einfach damit wir was auf Vorrat haben. Ja, komm, das reicht. Und dann mache ich mir mal 16 Glas davon. Das sollte ja jetzt schon durch sein. Jawohl. So, wir brauchen aber Obsidianglas. Das heißt, wir brauchen Obsidian. Und das muss ich auch noch vorbereiten. Oh Gott. Ich hatte einen Crucible. Wo ist der? Ne, Cauldron heißen die Teile. Wo ist der hin? Ja, ich habe hier oben auch was ausgebaut. Wollte da oben auch noch eine schöne Brücke nach oben bauen, aber das funktioniert nicht so gut. Habe ich den doch hier drin? Hallo? Ey, jetzt im Ernst, wo ist mein Cauldron hin? Oder habe ich den gerade übersehen da unten? Ich bin doch so blöd, ne? Boah, ich bin doch so verblödet, das muss doch wehtun. So, setzen wir den mal hier rein. Wo ist meine Chisel da? Wir wollen das ja alles schön hier haben, ne? So, Lava und Wasser brauchen wir. Habe ich hier irgendwie noch eine Slab? Nein. Dann. Danke, Drucker, dass du mir sagst, dass ein Update verfügbar ist. Finde ich echt knorke von dir. Machen wir das mal so.
Ja, Obsidian müsste ich auch nochmal automatisieren. So, 8 Stück. Ja, komm, das kann man eigentlich so lassen, auch wenn es wirklich gefällt. Dann brauchen wir nochmal etwas Thickened Glass. Thickened Glass. So, für Obsidianglas. Was kann man in der Zwischenzeit noch machen? Ein Flachskristall haben wir schon. Eine Clear Glass Pane. 4, 5, 6. Ich messe mir mal ein bisschen Sand zurecht. Ui. Muss man gerade ganz kurz kratzen. Juckt ein bisschen. So. Okay, was können wir noch gebrauchen? Kinetic Energy Buff. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Das geht ja. Erstmal ausrasten. Ach du heilige Scheiße. So. Machen wir noch einmal. So, das haben wir. Braucht man gerade so ein bisschen Platz. 1, 2, 3, dop, 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 dop. Boah, ich muss echt mal was vorbereiten, ne? Es geht leider nicht so weiter. So, was brauchen wir jetzt alles? Wir brauchen Redstone, Gold, Eisen. So viel habe ich schon gesehen. Die Meldung hier kann mal weggehen. Danke. Redstone-Blöcke brauchen wir. So. Wir werden hiervon, davon brauchen wir 2 Stück. Also brauchen wir von den Teilen 6 Stück. Eureka, Research Finish, Basic Kinetic Energy Buffer. Okay. Was auch immer. 1, 2. 1, 2. So, und dann sollten wir die Teile craften können. Ja. Ja, wir sollten noch die Clear Glass Pane. Kann ich eigentlich nicht. Nö. Schade. So. Das dauert jetzt einen Moment. Schauen wir uns auch schon mal an, was wir für den Assembly Table brauchen. Der wird ja auch benötigt. Diagier, 6 Obsidian. Das Obsidian können wir dann schon mal anfangen. Zwei. Drei. Vier, fünf. Und sechs. Sehr schön. Ah, das dauert noch was. Warte mal, die Glaspins kann ich hier auch. Das ist mir jetzt Wumpe. Komm, geh da raus. Tatsache. Danke. So, damit haben wir einen formschönen Laser. Jawoll. So, jetzt eine Frage. Energy. Conduit. Nee, das geht noch nicht so gut. Warte, Moment, bevor ich jetzt irgendwas anfange. Was sagt das Questbuch zum Thema Energie? Geist in der Maschine. Wisst ihr was, das machen wir mal gerade hier schnell. Die Materialien dafür haben wir ja gerade. Zack. Wenn wir so schnell eine Quest geschenkt bekommen, warum nicht?
Flüssigkeiten, das sollte auch kein Thema sein. Kaktus. Grün haben wir. Pipe Sealant. Einmal. Zweimal. Und das verraten jetzt auch noch die. Genau, die Chineses. Ja gut, immer. Dann können wir auch einfach die Chineses gerade machen, ne? Also die Chineses für Strom. Gut. Claim Reward. Ah, haben wir noch ein bisschen mehr Obsidian. Lapis kann da rein. So. Wir brauchen ein Gold Gear, ne? Ein Gold. Jetzt kann doch nicht sein, dass bei 5 Personen der Server so hart leckt. So, gibt es irgendwie eine Quest, die wir machen können? Ah ja, der Basic Duster habe ich schon herausgefunden, wie das funktioniert. Da muss man auch erst ein bisschen drauf kommen. Ich zeige das einmal ganz kurz. Man nehme hier ein Iron Ingot. Ist es auch auf, ne? Und jetzt springen. Wer kommt bitte auf so eine Idee? Ey, jetzt mal im Ernst. Ich habe mir gedacht, bitte wett, jetzt halt drauf springen. Ich habe mir echt nur gedacht, ich sag, ihr wollt mich verarschen. Komm, dann lass doch mal den Laser da anschließen. Lass ihn mal voll laufen. Was können wir währenddessen noch machen? Komm, die Dia-Rüstung machen wir jetzt mal. Wir haben ja jetzt ein paar Dias. So, 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 1, 2, 3. So, und die sollten uns im Moment nicht so wirklich mangeln. Wir haben ja hier die Diamalia-Seeds. Oh, oh, Overgrowth-Seed. Super. Das ist richtig gut, dass wir die jetzt bekommen. Dann könnten wir jetzt doch mal überlegen, mit Botania anzufangen. Die Zauber auf der Blume, Buch der Blumen. Moin! Ja, machen wir einfach mal so weit weiter. Haben wir noch ein Buch hier? Also Leder haben wir auf jeden Fall, das weiß ich. Papier, Papier, Papier. Aber ich kann. Ich wollte schon sagen. Flupp. Und dann nehmen wir hier mal so einen formschönen Oak Sapling. Generell würde ich auch momentan noch überlegen, wie wir an Energie rankommen sollen. So ein paar Ideen hätte ich da schon. Quest complete. Lehrling ist mal. Wird. Oh, den sollten wir noch als bringen. Stimmt. So, Claim Reward, wir bekommen Floral Fertilizer. Und wir sollen 5 Mystical White Flowers. Oder generell 5 Mystical Blumen machen. Dafür brauchen wir aber erstmal ein bisschen. Ja, Wiese. Bevor wir das aber machen, machen wir nochmal ganz schnell hier den Laser fertig. Diamond Gear. Ja. Eins und eins. Zack und zack. Zack und
Zack. Oh Gott. Und die Fackel verziehen wir hier hin. So, damit haben wir jetzt Zugang. Entschuldigung. Zu etwas besseren Maschinen. Und da würde ich sagen, da wir für einen Machine Frame, schauen wir uns mal an, hier die Iron Frames brauchen, und die Blue Pry Wire und so weiter, würde ich sagen, machen wir davon mal ein paar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen Gelb, Rot, Grün, Blau. Dup, 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 dup. Und wir brauchen eine Truhe, damit das auch aufgefangen wird. So. Ja, sonst wird es einfach hier rausgeworfen. Das geht ja schön schnell. Ah, das wird gut, der Laser steht. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch Iron Plates und das sollte kein Thema sein. Ey Leute, wir können auch auf die Dynamos jetzt mal gehen. Compression Dynamo, Steam Dynamo. Ich glaube, ich weiß, was wir machen. Ich weiß, glaube ich, echt, wie wir an Energie kommen. Ja. Ich glaube, das Beste wäre einfach für dieses Pack, wir gehen auf eine Steam. Quatsch, Steam. Warte mal, wie viel Steam kann man hier machen? Stimmt, die Steam-Turbine von Advanced Generators gibt's ja. Muss ich mal schauen. Was ist denn das hier? Also. Ja. Vielleicht machen wir da echt mal was mit Forestry und Advanced Generators auf jeden Fall. So. Und wir können ja noch hier unten schnell mal ein bisschen Blübchen holen. Blumen, ja! Juhu! Alle Blumen kommen mit. So, die Quest sollte jetzt aber auch fertig sein, oder? Gut. Also einfach noch ein paar Petals. Ja, die Petals machen wir einfach mal gerade schon mal. Dann fangen wir vielleicht einfach jetzt mal in der nächsten Folge mit Botania an. Bin nämlich immer noch am überlegen, wie ich an meine Erze kommen soll. Ob ich einfach 7 lassen soll, wie bei Infinity. Da wird es jetzt demnächst auch weitergehen. Oh, noch ein paar Pestle und Mortar und Puder. Na gut. Für einen Pestle and Mort. Also. Da brauchen wir. Das könnte sogar reichen. Ja, da war ja was. Flup, flup. Das reicht sogar echt. Ja, mit Infinity Evolved Expert Mode Skyblock würde es auch bald weitergehen. Wollte ich gerade gesagt haben. Ich werde jetzt noch die letzten Tage was am Vorbereiten. Und ich bin ehrlich, Shattered World kommt ja momentan viel besser bei euch an. Deswegen habe ich gesagt, komm, guck mal ein bisschen Shattered World. Sehr schön, Claim Reward. Aber es wird auf jeden Fall noch da weitergehen. Komm, mach mal das. Nee, nee. Mach mal so. Platzieren wir da unten eine Doppeltruhe und eine Crafting Station. Ja, wie gesagt, ich war einfach auch am Vorbereiten. Einfach für, weil wir ja auch da schon so weit sind, dass es da mal, naja, Richtung Magie was geht. Aber ich mich schon richtig freue. Verstehe mich jetzt nicht falsch, ich mache die Magie-Mods, bloß das Problem ist, ich habe ein Gefühl, ich mag die Rezepte nicht. So, wir haben jetzt 20 Minuten drin
Ich würde sagen, hat doch bisher super funktioniert. Dann würde ich sagen, was ist das für ein Geräusch? Oh, Kohle. Aua. Und noch ein bisschen ausleuchten. Was ist denn da oben? Oh. Alles wird ausgeleuchtet. Also ich möchte auf jeden Fall hier wirklich unterirdisch bauen. Oberirdisch werden wir wahrscheinlich auch noch was bauen müssen, aber vorwiegend unterirdisch. Gut. Würde ich sagen. War es das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.